Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Polizei schießt Tatverdächtigen nach Attacke in Brüssel nieder. Nach Angaben des Innenministeriums ist der mutmaßliche Islamist dabei getötet worden. Er soll zwei schwedische Fußballfans vor einem EM-Qualifikationsspiel erschossen haben. Der Verdächtige ist laut belgischer Regierung ein 45-jähriger Tunesier, der sich illegal im Land aufhielt. Opposition erreicht nach Wahl in Polen Mehrheit. Laut amtlichem Endergebnis kommt das Bündnis aus drei Oppositionsparteien auf fast 54% der Stimmen. Der ehemalige Ministerpräsident Tusk könnte damit eine neue Regierung bilden. Die bisherige nationalkonservative Regierungspartei PiS verfehlte die absolute Mehrheit, blieb aber stärkste Kraft. Scholz reist nach Israel. Der Bundeskanzler ist damit der erste Regierungschef, der das Land nach den Angriffen der Hamas besucht. Vor seiner Abreise traf Scholz den König von Jordanien, Abdullah II. Scholz sagte, man wolle gemeinsam einen Flächenbrand im Nahen Osten verhindern. Israel beschießt nach Hamas-Angriff weiter Ziele der Terrororganisation. Laut Militär wurde dabei ein Hamas-Führer getötet. An der libanesischen Grenze griff die israelische Armee zudem Stellungen der islamistischen Hisbollah-Miliz an. In der Nacht hatten auch Raketen aus dem Gazastreifen immer wieder für Bombenalarm in Israel gesorgt. Scholz erwartet Fortschritte bei Modernisierung Deutschlands. Der Kanzler sagte auf dem Arbeitgebertag, er sei zuversichtlich, dass sich Bund und Länder bald darauf verständigten, viele Vorschriften zu verändern. Arbeitgeberpräsident Dulger forderte die Ampelkoalition eindringlich zum Handeln auf. Er beklagte zu viel Bürokratie sowie lange Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das Wetter. Heute in der Mitte anfangs gebietsweise dichter Nebel, sonst teils sonnig, teils dicht bewölkt. Zwischen Nord- und Ostsee vereinzelt Schauer, sonst trocken. Höchstwerte zwischen 8 und 16 Grad.